kann das mit Hello zu tun haben? Herzlich willkommen zurück zu Torrens Passage. Das Spiel ist von Hello, liebstes Lomi. Und Hello hat aber auch Lilith und Larry gemacht. Und deshalb, wir haben nämlich gerade eben noch einen Tipp des Tages gesehen, der kommt immer, wenn man ein Spiel lädt. Das ist aber nicht so sinnvoll, wenn man sich nach diesen Tipps richtet. Außerdem sind die ziemlich blöd. So, wir hatten wurde bei mir übersprungen, der Tipp des Tages. Na, das ist auch nicht so wild. Da stand auch nichts wirklich Sinnvolles drin. Aber wahrscheinlich haben sie gedacht, ja, bei der helfen keine Tipps mehr. Das ist wahrscheinlich möglich, ja. So, wir müssen also hier neun Kacheln irgendwie reintun. Dann kommen wir weiter in die nächste Unterwelt. Wir haben aber erst vier Kacheln. Das heißt, Mädels, wir müssen suchen. Ja. Wow, wie elegant der Treppenrunde hüpft. Und er hüpft sie auch schon elegant drauf. Das hast du in der letzten Folge bemerkt. Haha. Ja. Ja, er ist halt eben ein blonder Eckbert-Held. Ich glaube eher, der ist auf LSD. Na, ach so, apropos, das habe ich ja euch noch vorenthalten bisher. Passt mal auf. LSD? Guck mal, LSD. Das ist der LSD-Modus. Cool. Klasse, oder? Das ist die Sichtweise von ihm. Genau, das schalten wir jetzt aber wieder ab, weil da kann ich nicht so viel mit anfangen. Wer das Spiel spielen will und das mal austesten möchte, diesen psychedelischen LSD-Modus, das geht mit Steuerung P. Wo man eigentlich vermuten sollte, es ist Pause, aber nein, es ist der Psycho-Mode. Das ist klasse, das ist, ne? Ja, heiß, das ist echt Torrens Sicht der Dinge. Ich vermute cool. Es mal ganz stark, ja. So, wir müssen hier rüber hopsen. Oh, oh. Ja. Da macht er jetzt eine Rolle vorwärts, ne? Na, er macht das elegant. Boogie beschwert sich wieder. Oh, ich glaube, wir können es schaffen, Boogie. Boogie. So, da hängt er. Und seht ihr mal. Er ist außerordentlich elegant, ne? So, hier geht's runter und hier geht's in eine Höhle. Wir gehen erstmal in diese Höhle rein und gucken, was da ist. Da hätte ich jetzt eigentlich damit gerechnet, dass er runterstürzt. Nein, er stürzt nicht runter. Ey, Bugel, bist du das? Hier stinkt so furchtbar. Was sagt Bugel? Hey, warte, ich glaube, es kommt von vor uns. Oh, Bugel, stinkt die Ehre voraus. Und oh, Steffi, das ist jetzt für uns. Die beiden könnt ihr auch reden. Das Problem ist bloß, die Sprache ist winzig klein. Ja, ich kann es nicht ändern, aber es sind Sam und Max. Ich bin auch da, Sam. Warum fragst du? Ich wollte nur wissen, darf ich eure Höhle durchqueren? Sam? Nein, du kannst es versuchen. Genau. Ja, komm nur. Unsere letzte Zielübung liegt schon ein Weilchen zurück. Ja, es ist möglich, dass wir nicht treffen. Okay, und hier ist nämlich ein Höhlenausgang. Wir können es ja mal versuchen, aber ich denke, da gehe ich auf keinen Fall rein. Das Nest stinkt entsetzlich. Wieso das Nest, die Höhle? Trotzdem, dahin ist eine Öffnung. Irgendwie muss ich da hinkommen. Er könnte ja einen Pups lassen und dagegen stinken. Ja, es ist aber leider ist es natürlich wieder komplizierter, Steffi, weil wir in einem Adventure-Game sind und das auch noch in einem Sierra-Spiel. Bitte, bitte, Freunde, lasst mich vorbei. Ich bin fremd hier. Da hast du recht. Was denkst du, Sam? Oh, ich weiß nicht. Warum stimmen wir nicht ab, Mac? Gute Idee, Sam. Okay, alle, die dafür sind, jeden Trottel einfach durch unser Domizil latschen zu lassen, unseren komfortablen Lebensstil stören und diese widerliche Menschengeruch hier reinschleppen zu lassen, sagen jawohl. Ja, und alle, die dafür sind, den Schwanz zu heben und bla bla bla. Genau, also wir sind natürlich ja. Nein. Mal sehen, dass ich, was ist da? Ein Jawohl, zwei Neins und ein Bark. Die Neins überwiegen. Feuer frei! Frei? Ich dachte, sein Name sei Torrid. Nein, Torrin heiße ich, ihr Trödel. Ja, da stand aber Torrid. Ja, ich weiß, da haben sie sich vertippt. Könnte ich euch mit einem Geschenk überzeugen? Einer kleinen Gabe, einem Friedensangebot?
Ja, gib uns eine Locke von deinem sexy Haar. Nada. Du kannst uns nichts anbieten, was uns dazu bringen würde, uns wegzubeamen. Oder sowas, ja. Aber wir haben da hier so eine Wäscheklammer. Das ist ja vielleicht ganz hilfreich. Ach so. Ja, so. Jetzt kann ich die Kerle nicht riechen. Ich kann sie sowieso nicht riechen, aber egal jetzt. Wir hätte auch einfach nur durch den Mund atmen müssen. Dann ja, das stinkt dann das trotzdem dann durch. Das geht durch. Aber? Ja. Aber so geht's auch durch. Ach, das ist die Logik wieder. Ja, genau. Und wir versuchen es einfach. Schön die Nase. Wusch! Cool! Wusch! Grüne Kacke. Ja, toll, machen ne? Was machen die denn da? Die besprühen ihn mit Stinktier-Sekret. Das ist ganz toll. Ich muss mal gerade eben, meinen Lautstärke-Mixer nochmal aufmachen, weil die Musik hier wieder ganz unten ist. So. So ist das besser. Okay. So. Der hat eine Nase wie Pinocchio aus der Einstellung. Ja, der hat doch diese Wäscheklammer auf. Also so funktioniert das nicht, da kommen wir nie vorbei. Aber am anderen Ende dieser Höhle, da sitzt ja, dem haben wir ja schon mal Hallo zugerufen. Ich scroll mal eben hoch. Da sitzt ja dieser, upsa, wo ist er jetzt hin? Na? Hier. Das ist doch dieser Typ und den müssen wir unbedingt besuchen gehen. Also, gucken wir mal. Dann machen wir das. Ja, aber wir müssen ja erstmal irgendwie diese beiden Stinktiere überwältigen oder austricksen. Halt dich fest, Bugel. Ich hoffe, das ist die Sache wert. Genau. Also der schafft es tatsächlich, ohne darunter zu fallen, mit bloßen Händen. Wie macht er das? Ja, krass. Das ist toll. Hör mal, schön. Das ist ein echter Hecht. Der ist ein toller Hecht, ne? Könnte sein. Was habe ich jetzt nicht gesehen? Macht nichts. Hier liegt mal auf jeden Fall eine Kachel. Neue Kleider schon wieder. Hier liegt ein Teppich. Den krallen wir uns auch. Echt nicht schade drum, würde ich sagen. Das nicht. Das war ja elegant. Hier ein Fächer, den wir... Oh, da ist noch mehr. Guckt. Ein Fächer packen wir auch ein. Und was ist das? Ein Kissen. Unser Inventar füllt sich langsam. Es wird zu gemüllt. So. Und was ist das hier? Riecht das nicht wunderbar? Da unten kommen immer so Stimmen her. Ha, ein nackter Hintern. Das heißt, wenn wir diese Leiter runtergehen... Ist das Essenz, Demi, was du da trägst? Ich habe das völlig vergessen mitzulesen jetzt. Auf jeden Fall, wenn wir diese Leiter runterklettern, die sieht zwar etwas brüchig aus, aber ich versuche es trotzdem. Ja, damit wir mal wieder einen kleinen Tod sterben. Wusch, hier unten sitzt nämlich so Damen, guck mal, und da hängt noch eine Kachel. Die brauchen wir ja dann auch irgendwie. Gott sei Dank. Ja. Die kennen wir doch. Genau. Sie haben den schnellsten Weg in die Unterwelt gefunden. Ja, das wollen wir natürlich nicht, weil da können wir ja immer weiterspielen. Okay, nehmen wir uns aber erstmal diese Kachel hier mit. Vielleicht kann man da ja auch was mit anstellen. Was ist das für ein Aroma? Ist der Koch schon wieder was? Ich habe es gar nicht verstanden, was ich da gesagt habe. Ha, so, jetzt gehen wir erstmal wieder hoch. Oh, riecht das nicht wunderbar. Ja, diese Düfte. Ihr werdet euch noch wundern, Mädels. Ja. So, und jetzt gehen wir wieder zu den Stinktieren rein. Denn jetzt sind wir richtig gut ausgerüstet. Passt mal auf. So, also erstmal wieder die Wäscheklammer auf. Und dann den schönen Teppich. Halt aus, Mugel, wir gehen rein. Ist das nicht ein irrer Trick? Seid ihr noch da? Wir sind geplättet. Ja, uah. So, jetzt sind sie vor ihrem eigenen Gestank ausgerissen. Und der stopft sich dieses stinkende Teil... Doch einfach direkt, in die Tasche. Das
Und der arme Bugel sitzt da auch noch mit drin. So, ich drehe mal ein bisschen. Also schneller. Mal ehrlich, wie soll man darauf kommen, rein von der Logik her? Ja, es gibt genügend Hinweise eigentlich, finde ich. Meine, du könntest, findest du? Ja. Also ich wäre da im Leben nicht drauf gekommen. Doch, bestimmt. Also das hatte ich relativ flott raus. Nee, da wäre wär ich jetzt nicht drauf kommen. Na gut. Da, also das mit der na, Wäscheklammer, das schon, aber das jetzt mit dem Tuch. Nee. Na gut, aber wir haben es auf jeden Fall geschafft und guck mal, hier sitzt einer. Guten Tag, mein Herr. Grüße. Wie ist denn das? Komisch, er sieht wach aus. Das wirst du gleich sehen. Hallo, Grüße, mein Herr. Wörtlich übersetzt, Greetings, sorry. Ich könnte schwören, dass er sich etwas bewegt hat. Hallo, ich rede mit Ihnen. Ui. Slobby, den kannst du machen, ja. Was, wer bist du und warum bist du hier? Ich bin Torin und wer sind Sie? Das versuche ich gerade herauszufinden. Okay, dann lass uns doch mal weiter mit dem reden. Wie heißen Sie denn? Name Leda. Bist du deshalb hier, um mich mit unwichtigen Fragen zu quälen? Wo sind die wirklichen Fragen? Die Fragen, die tief in dir verborgen liegen. Wer bist du? Woran glaubst du? Was weißt du? Ehrlich zu sein, habe ich mir über diese Fragen noch keine Gedanken gemacht. Meine Frage ist einfacher. Einfach, ja? Ja, bitte, egal. Ich versuche, eine Zauberin namens Lysandria zu finden. Können Sie mir helfen? Vergiss sie, ich kenne das Mädchen, das du kennenlernen solltest, süßes Ding. Nett zu den Eltern, schlaue Gesprächspartnerin. Sie hat einen netten Charakter. Der redet wieder von der Königstochter, oh nein. Ich denke nicht, ich bin wirklich nur für kurze Zeit hier. Ich muss Lysandria finden. Erinnern Sie sich, ich habe sie gerade nach ihr gefragt. Nie von ihr gehört. Oh Mann. Aber wissen Sie denn wenigstens, wie man in die Unterwelt kommt? Weißt du, wie man in die unteren Abschnitte tritt? Was? Ich verstehe nicht. Du würdest verstehen, wenn du Tag und Nacht auf diesen Steinkacheln sitzen müsstest. Aha. Unteren Teile, das untere Ende, die Nachhut. Das heißt, dem tut sein Arsch weh, kann das sein? Sie versuchen mir zu sagen, dass ihr Sitz zu unbequem ist. Unbequem beschreibt es nicht. Mein Hintern, meine Backen brennen. Oh, ich brauche Erleichterung. Ich verstehe. Ich auch. Nein, tust du nicht. Wirst du auch nicht, weil das niemand verstehen kann. Verschwinde jetzt, damit ich in Ruhe was verleiten kann. Das bezweifle ich. Ja, mein Lieber, komm, wir haben doch hier so ein schönes Kissen. Schau mal. Oh. Hier ist ein dickes, weiches Kissen. Ich glaube, es wird Ihnen sehr nützlich sein. Ha! Und noch eine Kachel mehr. Oh. Das ist weich. Oh. Jetzt sieht er high aus. Ja, aber total. Gute Arbeit. Gutes Polster, weich und Überzug. Fest, aber luftdurchlässig. Vielen Dank, oh langer Dünner. Und als Gegenleistung kannst du das Folterinstrument hier mitnehmen. Wunderbar. Ah. Und wenn er schon high ist? Du bist einfach irgendwo in den Abgrund. Ich würde das nie tun. Das ist dann wieder der LSD-Modus. So, weil er so high ist. Aber den schalten wir gleich wieder aus. So, und jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kacheln. Eigentlich haben wir schon 7 Kacheln. Aber da müssen wir noch was mitmachen. Eine Kachel gibt es jetzt noch unten bei diesen badenden Damen. Und eine andere, und die letzte Kachel gibt es noch beim König. Ja. Wir gehen jetzt erstmal wieder hier runter. Latsch mal schneller. Ja, ja. Wo ist er denn jetzt eigentlich hin? Ich sehe ihn gerade gar nicht. Hallo, Torin. Ich auch nicht. Da ist er. Ach, da ganz unten ist er. Ja, völlig. Ein Mini-Pixel. Ja, so 4 Pixel hoch. So. Wunderbar. Also, wir brauchen nur noch 2 Kacheln und dann sind wir weiter. Die nächste gab es ja hier unten. Das haben wir gesehen. Da müssen wir nur einen kleinen Trick anwenden.
Und was wir da machen und wie wir an diese Kachel bei den Damen kommen, weil die Leiter können wir nicht runterklettern, krachen wir ja durch. Das ist ja eine alte Hexe. Das, ihr Lieben, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann, bleibt dran. Ciao. Tschüss.